Eine Runde Texas Chainsaw Massacre. Und zwar mal eine Runde mit dem Koch, weil ich da mal Lust. Und ich habe gerade Letters nicht bekommen. Und ja, ich versuche noch ein paar Runden aufzunehmen, weil es ist ja bald, gibt jetzt neue Toren und das Halloween Event bei DBD. Da werde ich wahrscheinlich wieder ganz viel DBD spielen müssen, weil ich unbedingt den Dreadchest genommen will, der sehr geil aussieht. Und echt, sollte man ein bisschen leiser machen. Den Game Sound ein bisschen. So, ja. Wie mit deinem Stock. So. Und ja, wie gesagt, ich werde dann wahrscheinlich wieder ein bisschen DVD aufnehmen. Also deswegen nicht wundern, dass es zuerst mal nur Texas Links-Folgen kommt, weil, ja, ich spiel einfach jetzt viel zu gerne. Und ich möchte halt durch die Zeit, wo ich jetzt nichts mit DVD zu tun habe, ausnutzen. Also DVD-Videos kommen auch bald wieder. So. Gehen wir kurz mal hier raus. Hol hier noch Blut. Jetzt ist sie. Los rein. Ich hab extra die Tür für. Pff. Leck mich. Ich lasse extra für die Alte die Tür offen, dass sie. Und warte extra, dass sie zuerst reinrennt und dann knallt sie mir die Tür vor der Nase zu. So, ich habe genug Blut. Schaffe ich Opa schon zu wecken, bevor Opa wach wird? Macht Sinn. Ah ja. Hier, Opa. Komm her. Tomatensauce. Ist mein Hätte dann? Ja. So, machen wir hier noch ein Schloss dran. Da hinten rennt einer. Hier werde ich mal markieren. War dann gerade einer, hä? Ja, Koch ist ziemlich stark. Also, Koch auf Stufe 3, wenn er die Fähigkeit auf Stufe 3 hat, ist eigentlich mit der stärkste Charakter im Spiel. Sogar vielleicht der stärkste Charakter. Er ist zwar nicht zum Chasen, also ich werde jetzt hier keine 4 Kills machen, weil er ist ziemlich langsam. Ist halt ein Opa. Ein alter Mann. Mit Stock. Aber ja, er ist halt nicht zum Chasen da. Er ist einfach ein Support-Charakter. Wie gesagt, hier die Schlösser vor die Tür machen, dann müssen die ein bisschen mehr öffnen. Und die Schlösser vom Koch sind auch ein bisschen schwerer zu öffnen als. Ah. Los, 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 los. Aha. Und nochmal, damit er länger markiert ist. Und ja, und wie Sie sehen können, ich kann die markieren. Und wenn ihr Koch auf Stufe 3 habt, kann er die Survivor auch für eure Teammitglieder markieren. Also, ihr braucht dann kein Headset. Ihr markiert die einfach und eure Teammitglieder sehen dann, wo gerade die Survivor sind. Ich sag Survivor, wie gesagt, weil Opfer hört sich bitte komisch an. Da sind die Opfer. Oh, hier sind Opfer. Runter, raus aus meinem Haus. Dann versuchen Sie hier. Ich komme nicht hinterher. Spring raus. Komm, spring, spring, kleine Maus, spring. Ich bin auf Kudern. Hier ist rausgesprungen. Ich muss mich beeilen. Mach das Tor auf. Zu schießen ist kürzlich. Besser. Komm's her. Runter von meinem Rasen. Ich komme nicht hinterher. Ah, Koch. Ja, du bist auch so Puste, alter Mann. Mein Gott, mach Sport. Geh da hinten rein. Na? Oh. Ha, hab dich! Komm her! Kriegst den Treffprügel. Komm. Was habe ich vorhin gesagt? Koch ist nicht zum Chasen da. Er ist der beste Chase-Charakter im Spiel. Er macht die meisten Kills. Nein. Macht er nicht. Ja, also ihr seht selber, er ist halt langsam. Also der beste Chase-Charakter ist immer noch der Hitchhiker, also der Anhalter ist sehr gut.
mit seinen Fallen und halt auch bei halt durch diese ganzen Dinger sich schleichen kann. Und Johnny kann sehr gut sein in der Chase, macht sehr gut Damage. Und wie gesagt, Laserface natürlich. Aber Laserface, wie gesagt, ist halt, muss halt One-Shotten können. Und man kann halt seinen One-Shot sehr leise, easy ausweichen. Okay, ich glaube, Laserface hat einen. Nice. Verpasst. Oh. Mann. Mann, der hat gerade einen geilen Kill gemacht. Oh. Ja, Opa. Tomatensauce. Oh, schade. Ey, das ist das erste Mal, dass ich hatte, dass mein Leatherface aus meinem Team den geilen Kill macht. Ist hier jemand? Und da verpasse ich es. Mann. Und dann wie einer. Ja, da. Wie ist es gerade? Hatte gerade die CC noch in ihrem Modus? Okay, ich glaube, die Runde geht ziemlich schnell. Hier ist niemand. Also, sie verstecken sich irgendwie ziemlich gut. Also meine Fähigkeit konnte ich die Runde nicht so oft benutzen. Ein bisschen Blut sammeln. Den Koch schnell, den Opa schnell auf Stufe 5 kriegen, dann finden wir die schneller. Das Problem ist halt, das Fenster ist offen. Also, dass einer schon durch Fenster ist. Also, weiß. Oh, das hat jetzt gemacht. Hätten. Die ist draußen. Ja, die ist durch den Fettsäuresprung um. Bricht sich keine Knochen, natürlich. Hier sehen wir. Die ist doch hier irgendwo. Die muss hier sein. Da rennt sie, da rennt sie. Hier, ich mag Käse. Hinterher! Okay, die geht im Keller. Machen die Tür zu. Ach ja, es kommt ja bald das erste DLC. Es kommt ja bald jetzt hier im Oktober ein Skin für Leatherface von einem Horrorregisseur irgendwie gemacht. Bin ich verfolgt ihn gerade. Und ja, der kostet dann 16 Euro. Den werde ich mir instant holen. Ich werde ihn dann auch mal showcasen, wenn er kommt. Da ist er! Ja! Hab dich! Kommst her! Oh! Runter von meinem Rasen! Und ja, ich werde den Skin natürlich holen. Also ich werde mir für Leatherface alle Skins holen. Auch schon eine Runde mit Koch. Ja, die Oma tanzt. Und 39. Yay.